Und damit herzlich willkommen zu diesem, nennen wir es mal, kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar habe ich etwas geplant. Ihr seht nämlich im Hintergrund ein Google Docs Dokument, eine Umfrage. Da werden wir gleich ein bisschen durchgehen. Und es ist nämlich, erstmal erkläre ich euch, was ich denn vorhabe. Ich werde es auch auf Twitter posten mit der Umfrage. Und ich bitte euch, hört wirklich zu und nehmt auch dran teil, weil je mehr Leute teilnehmen, desto cooler wird's. Und zwar habe ich mich inspirieren lassen, und zwar hat der Ninotaku TV ja mal quasi die Lieblingsanimes der Community nach dem Alphabet gemacht. Und ich dachte mir, komm, es wird ja immer diskutiert, was so die beliebtesten Pokémon sind, finden wir es doch jetzt einfach mal raus. Und zwar, wie gesagt, wird es auch auf Twitter hoffentlich so ein bisschen rumgehen, damit da ganz viele Leute dran teilnehmen. Denn ich möchte die Lieblings-Pokémon der Community rausfinden, und zwar nach Typ geordnet. Was bedeutet, es wird 18 verschiedene Fragen geben und bei jeder Frage könnt ihr quasi für euer Lieblings-Pokémon einmal stimmen. Erstmal, ich muss es leider so machen, dass das komplette Dokument nur, dass man sich quasi bei Google anmelden muss, aber da ihr mich abonniert habt, die meisten jetzt, denke ich mal nicht, dass da durch das Video neue Leute auf mich zukommen. Oder auf meinen Kanal kommen, habt ihr alle auch einen Google-Account. Das heißt, damit kann man nämlich wirklich nur einmal abstimmen, weil sonst könnte man halt ganz viele Antworten abgeben und so das Ergebnis verfälschen. Das wäre natürlich auch ein bisschen kacke. Deswegen haben wir hier, wie gesagt, die Liste. Die ist unten in der Videobeschreibung. Hört euch erst das ganze Video an und danach könnt ihr dann abstimmen. Wie gesagt, der Link ist dazu unten in der Videobeschreibung. Und zwar werdet ihr dann erstmal wahrscheinlich auf diesen, ja, auf den Screen hier kommen und können ein bisschen lesen, die Lieblings-Pokémon der Community. Hey du, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und an der Umfrage teilnimmst. Es folgen 18 Fragen, passend zu den 18 vorhandenen Pokémon-Typen. Du kannst bei jeder Frage genau ein Pokémon auswählen. Wähle bei jedem Typen deinen Lieblings-Pokémon aus. Es gibt nur die Pokémon aus Generation 1 bis 6, was heißt, keine Sanomon-Leaks, absolut alles safe. Da könnt ihr, da hat mein Handy gerade klingelt, ich weiß nicht, gerade einen Kommentar bekommen. Deswegen nur die Pokémon von Generation 1 bis 6 und nicht wundern, dass manche Evolutionen nicht untereinander stehen. So als Beispiel, was mir gerade einfällt, Magnetilo und Magneton stehen bei Elektro weiter oben und erst später kommt Magnezone, denn die Pokémon sind nach ihrer Pokédex-Nummer geordnet. Dann, es gibt ja viele Pokémon mit Doppeltypen. Beispiel nehmen wir jetzt einfach gerade mal Scherox. Mein Lieblingsmon ist Käfer, Stahl. Scherox wird in der Liste nur bei den Käfer-Pokémon vertreten sein. Das heißt, jedes Pokémon wird tatsächlich nur bei seinem Primärtypen vorhanden sein. Dadurch gibt es ein kleines Problem, denn es gibt nur drei Pokémon, die als Primärtyp Flug haben und das sind halt Boreos, FM und Ohafnir. Dazu wird es dann zum Beispiel nur eine Top 3 geben, denn am Ende, wenn nach 2 Wochen oder so, werde ich das wahrscheinlich offen lassen quasi und dann am Ende werde ich das mal auswerten. Wann das kommt, weiß ich noch nicht. Werde ich quasi das Ganze auswerten und zu jedem Pokémon-Typ dann eine kleine Top 5 Liste machen. So finden wir, wie gesagt, einfach mal raus, was wirklich so die beliebtesten Pokémon der Pokémon-Community sind. Zumindest die hier auf YouTube, weil ich finde das eine ganz coole Idee. Und zwar, wie gesagt, haben wir dann viel Spaß beim Ausfüllen. So, was ihr dann einfach macht, ist, ihr klickt auf Weiter und dann kommt ihr weiter. Und zwar sehen wir mein Handy. Sehen wir dann hier Lieblings-Pokémon der Community. Typ 1, Feuer, wählt nur ein Pokémon. Man kann hier, glaube ich, auch wirklich nur ein Pokémon wählen. Ja, man kann nur ein einziges auswählen. Da wählt ihr einfach dann euer Lieblings-Feuer-Pokémon aus. Wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel, ich bleibe jetzt mal auf Glumanda drauf, es ist eigentlich nicht, aber ja. Wenn ihr dann hier euer Pokémon ausgewählt habt, klickt ihr auf Weiter und ihr werdet zum nächsten Typen kommen und könnt hier euer Lieblingswasser-Pokémon auswählen. Macht es, wenn es geht, für die kompletten 18 Typen durch und wie gesagt, je mehr Leute hier mitmachen, desto besser wäre es. Deswegen hoffe ich einfach, dass da wirklich genug Leute mitmachen und wie gesagt, macht es für alle Typen. Einfach mal durch. Ihr habt jetzt, wie gesagt, alle Wasser-Pokémon. Da klickt ihr dann wieder irgendwas drauf. Wir nehmen jetzt einfach mal, was weiß ich, Wummer, machen weiter. Und so macht ihr das einfach für jeden Typen. Und am Ende könnt ihr einfach die Antwort absenden. Da klickt ihr dann einfach auf Senden. Jeder kann es einmal machen. Je mehr Leute mitmachen, desto cooler ist es, weil desto, ja, besser haben wir es am Ende. Und am Ende, wie gesagt, kommt zu jedem Typ dann hier bei mir auf dem Kanal einfach so eine kleine Top 5 Liste der beliebtesten Pokémon. Mich würde es freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin jetzt übers Wochenende bei der Kuga-Liga und wie gesagt, ich denke mal, ich werde das vielleicht so 2 Wochen oder so, werde ich das jetzt einfach mal laufen lassen, dass viele Leute dran teilnehmen und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, falls ihr hier mitmacht.
Am liebsten würde ich jetzt natürlich sagen, verbreitet es, aber ich möchte ja eigentlich nur die Community quasi hier so ein bisschen rum haben. Deswegen nehmt einfach dran teil. Es kostet nichts. Ich werde deswegen auch keine Daten über euch haben, nur weil es über Google ist oder so. Und selbst wenn, dann macht euch da keine Sorgen, da passiert nichts mit oder so. Ich werde das definitiv nicht an Facebook verkaufen oder so. Und ja, vielen Dank, wenn ihr dann an der Liste hier dran teilnehmen würdet. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderbares Wochenende. Bis dann. Tschüss.